Wir wurden heute Morgen gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden gerufen. Hier ist ein Pkw ungebremst auf einen am Fahrbahnrand stehenden Lkw aufgefahren. Der Fahrzeugführer wurde leider direkt beim Aufprall getötet. Und aktuell laufen die Bergungsmaßnahmen. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt werden wir die Leiche beschlagnahmen. Und so leid es uns tut, den Sachverständigen erholen, um die genaue Unfallursache zu eruieren. Wir können hier auch noch schätzen, aber aufgrund polizeilichem Erfahrungswissen raus würde ich sagen, dass der Pkw mindestens mit 90 bis 100 km/h auf das stehende Fahrzeug aufgeprallt ist. Wir werden noch überprüfen. Im Regelfall dürften die Fahrzeuge hier nicht stehen, aber wir haben hier ein Halteverbotsschild, was direkt auf der Fahrzeugfront steht, sodass wir hier noch genau ausmessen müssen, ob der Lkw hier verbotswidrig abgestellt war und wie weit er auch abgesichert war, weil wir noch nicht genau wissen, ob es nicht vielleicht auch eine Panne ist. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Spekulationen, ich muss mich an die Fakten halten und ich habe hier 160 Meter gerade Strecke auf den Lkw zu. Es war 9 Uhr oder gegen 9 Uhr, somit war auch Tageslicht, der Lkw gut zu sehen. Aus welchen Gründen auch immer der Fahrzeugführer den Unfall verursacht hat, wird wahrscheinlich auch die Obduktion schlussendlich erst ergeben können. Wir befinden uns auf der A5 bei der Tank- und Rastanlage in Fahrtrichtung Basel. Alarmiert wurde wir heute Morgen zu einem Verkehrsunfall, Person eingeklemmt. Auf der Anfahrt gab es dann nähere Informationen, dass ein Fahrzeug unterm Lkw stecken sollte und raucht. Angetroffen haben wir dann letztendlich ein Fahrzeug unterm Lkw, Teilen von Personen sichtbar und der Pkw bereits im beginnenden Brand. Die ersteintreffende Einheit hat die Brandbekämpfung eingeleitet. Das heißt, wir haben das Fahrzeug abgelöscht, wir haben die Einsatzstelle abgesichert, im weiteren Verlauf austretende Kraftstoffe gesichert. Die Problematik hier an dem Einsatz war, der Lkw war mit Reifen beladen. Das hätte zu einem verheerenden und großen Feuer führen können, zu erheblichen Schwierigkeiten. Und des Weiteren war dann im Vordergrund die Rettung der vermeintlich im Fahrzeug befindlichen Personen. Sicher war nur, dass wir eine erkennen konnten. Den Rest konnte man nicht erkennen, weil es definitiv so schwierig unter dem Fahrzeug eingeklemmt war. Unterstützt wurden wir vor Ort durch die Berufsfeuerwehr in Karlsruhe mit dem Kranwagen sowie die Unterstützungseinheit zum Kranwagen zur Bergung bzw. primär zur Rettung. Es war nicht auszuschließen, ob bei den Teilen der Person unter Umständen im Fahrzeug sich noch ein Kindersitz befand. Daher war es primär eine Rettung. Das konnten wir Gott sei Dank im Verlauf ausschließen. Im Fahrzeug befand sich definitiv eine Person, die aufgrund des Unfalls verstorben ist. Ja, Besonderheiten. Zum einen das Sicherstellen der Löschwasserversorgung, die schlechte Zugänglichkeit aufgrund von vielen LKWs, die die Zufahrt zugeparkt haben, und dann die üblichen Probleme, gerade Autobahn, Schaulustige, wo den Einsatz behindern, haben wir aber relativ gut in den Griff bekommen. Ansonsten ist der Einsatz sehr gut gelaufen seitens der Einsatzkräfte fort. Auf der Durchgangsfahrbahn haben wir aktuell relativ wenig Verkehr, deswegen wenig Probleme mit Gaffern. Was wir hier haben, sind Schaulustige. Wir haben auch schon das erste Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Schaulustigen eingeleitet, der von der Unfallstelle Lichtbilder gefertigt hat. Und das wird jetzt gerade noch bearbeitet und dann wird er des Weges geschickt. Ich würde einfach mal fragen, ob Sie das gern hätten, wenn in so einer Situation von Ihnen Bilder gemacht werden und eventuell die Angehörigen vor dem Eintreffen der Polizei von dem Unfall vielleicht auf diese Art Bescheid wissen, ob Sie das verantworten möchten. Ich möchte den Menschen einfach auf den Weg geben, vielleicht sich mal Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn es eigene Angehörige im Fahrzeug wären, wenn man selber im Fahrzeug sitzt und die dringende Hilfe braucht und damit andere Menschen behindert oder seine persönlichen Rechte mehr oder weniger eingeschränkt sind, weil es irgendjemand anders ins öffentliche Netz stellt. Einfach mal drüber nachdenken und sich Gedanken dazu machen. So ein Einsatz zehrt natürlich auch an der Einsatzkraft selber. Wir haben hier mit Schwerverletzten, hier jetzt in dem Fall mit einem Toten, mit Leichenteilen zu tun, wo es nicht schön anzuschauen ist. Hier gibt es im Nachgang eine psychologische Nachbetreuung in Form von einem Gespräch seitens den Einsatzkräften unter sich und dem Einsatzleiter. Aber auch wir haben hier vor Ort das Notfallkrisenteam angefordert, wo auch aktuell da ist und direkt den Einsatz mitbegleitet, seitens Einsatzkräfte oder seitens Personen, die das Ereignis im Vorfeld mitbekommen haben.